Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Homebrew-Folge. Ich habe euch heute wieder drei Spiele zusammengestellt, wobei zwei davon Homebrew-Spiele sind und ein Spiel ist ein wiederentdecktes, nicht veröffentlichtes, fast fertiges Gameboy-Spiel. Also tauch mal da auch mal in die 90er rein. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich habe versucht, eine möglichst gute Mischung zusammenzustellen. Wenn ihr mal irgendwelche Homebrew-Spiele habt, die hier vielleicht mal unbedingt diskutiert werden müssten, haut's einfach in die Kommentare rein. Ich bin für Tipps immer sehr dankbar und jetzt viel Spaß. Als erstes möchte ich euch Sam Mallard and the Case of the Missing Swan vorstellen. Das ist ein hervorragendes, ja, klassisches Point-and-Click-Adventure. Das Spiel ist natürlich, oder das Genre ist natürlich auf dem Gameboy nicht so verbreitet, aber wurde hier sehr, sehr liebevoll umgesetzt. Da ist gedacht, dass natürlich der Umfang ist, ist natürlich jetzt nicht so riesig, riesig, riesig groß, was klar ist für so ein Gameboy-Spiel, aber durchaus mal einen Blick wert. Und wie ihr seht, es ist herrlich gestaltet. Also grafisch wirklich, wirklich tipptopp. Ihr habt natürlich hier als Start natürlich dieses Detektivbüro. Wie ihr euch wahrscheinlich vom Titel her erahnen könnt, ist es natürlich ein Detektivspiel oder auch hier vom Cover hier oben. Und da haben wir natürlich hier dieses typische Detektiv-Klischee irgendwie Büro mit dem Fenster, was so halb irgendwie verschlossen ist und die Sonnenstrahlen kommen da durch. Wir haben da den Schreibtisch und wir haben hier auch eine Whiskyflasche. Also Steuerung ist mit einem Knopf könnt ihr betrachten und mit dem anderen Knopf könnt ihr halt Sachen aufheben. Die leere Whiskyflasche will er jetzt nicht mitnehmen, weil die braucht man nicht. Dann habt ihr mit Select habt ihr ein Inventar, das zeige ich euch gleich, das brauchen wir gleich. Mit Start könnt ihr jederzeit speichern, was natürlich praktisch ist. Und hier sehen wir schon auffällig, unauffällig einen Umschlag. Okay, Swan left me this envelope. I need to pick it up to have a closer look. Das heißt, hier wurde ein Brief einfach ja dagelassen und wir müssen es mal aufnehmen, um mal zu gucken, was da drin ist. Wie man sieht, sogar diese Einsteckanimationen sind sehr, sehr schön gelungen. Und mal gucken, was drin ist. Oh, $1000 nehmen wir mit, würde ich sagen, ne? Also keine Angst, ich werde jetzt hier nicht allzu weit spielen, um euch jetzt natürlich das nicht irgendwie zu verwiesen, wenn ihr das nachspielen wollt, weil so ein Adventure, das lebt natürlich davon, dass man die Rätsel und die Geschichte erlebt. Dann gucken wir hier noch, okay. Die Schubladen sind ziemlich leer und ein paar ja, verbogene Büroklammern sind da drin. Ich würde sagen, wir nehmen die mal mit, weil jeder, der mal einen Detektivfilm auch nur ansatzweise gesehen hat, weiß, diese Dinge, die braucht man. Ich gehe jetzt mal raus, um euch mal so ein bisschen die, ja, ich sag mal, Oberwelt zu zeigen. Und wie ihr seht, ach, das ist technisch so liebevoll gemacht. Selbst hier, wenn man unter Lampe ist, dann wird man wirklich heller beleuchtet. Das sind alles so kleine Sachen, die hätten irgendwie nicht sein müssen, sind aber da. Und das finde ich einfach so wunderbar. Ich steige hier mal ins Auto. Hier sieht man hier so eine kleine Karte mit verschiedenen jetzigen, am Anfang natürlich verfügbaren ja, Punkten, wo wir hingehen können. So, ich Idiot habe natürlich jetzt gerade nicht gelesen, wo wir hinfahren sollten. Ich fahre mal nach Downtown. Wie man sieht, also vom Stil, ich bin echt begeistert. Ich kann es nicht irgendwie großartig irgendwie verbergen. Will ich auch gar nicht. Mal gucken, ob wir hier in die Pizzeria reinkommen. Aber. Ja, okay, ist momentan voll, also müssen wir da eventuell ja, unsere Beobachtung irgendwo anders fortführen. Und so ist das Ganze aufgebaut. Also ihr, ja, wie ein klassischen Adventure halt, ihr geht von Rätsel zu Rätsel, habt verschiedene Locations. Und wie gesagt, ich will euch nicht zu viel zeigen. Wie immer habe ich natürlich alle Links, wo ihr die Spiele bekommt, unten im Beschreibungsfeld natürlich verlinkt. Klare Empfehlung. Von mir aus, wenn ihr auch nur ansatzweise so auf dieser alten Adventure steht. Als nächstes möchte ich euch Asteroids Chasers vorstellen. Und das ist ein, ja, wenn ihr das Cover euch anschaut, dann denkt ihr wahrscheinlich, okay, das ist jetzt irgendwie ein arcade-artiger Shooter oder ähnliches. Ist es aber nicht. Und deswegen habe ich ihn rausgesucht. Es ist ein sehr interessanter Titel, finde ich. Und zwar seht ihr schon hier im Tutorial, wird euch am Anfang des Spieles euch erzählt, worum es geht. Im Prinzip ist es ein taktisches, ja, quasi Kartenlegespiel, würde ich sagen. Und zwar, ich erkläre euch das alles gleich. Im Detail könnt ihr das natürlich, wenn ihr das Spiel selber spielen mögt, euch anschauen. Und zwar seht ihr unten, ihr habt 29 Karten.
Euer Ziel ist es, möglichst alle Karten auszulegen und möglichst viele Punkte einzuheimsen. Es gibt einige Karten hier, wie diese Sonden hier, die sind relativ harmlos. Wenn ihr zum Beispiel hier eine Sonde dann mit anderen Sonden einschließt, dann bekommt ihr Bonuspunkte und ihr könnt halt immer die nächste Karte nur so legen. Dann gibt es Minen. Drei Stück sind immer im Deck drin. Und das Problem ist, wenn ihr alle drei Minen ausgespielt habt und die nicht entschärft wurden, dann explodieren die und das Spiel ist um. Entschärfen tut ihr die ähnlich wie hier. Also nehmen wir mal an, hier diese Sonde hier in der Mitte ist eine Mine, müsst ihr hier die einmal komplett umschließen. Und dann gibt es noch eine Karte, Piraten. Wenn ihr eine Piratenkarte ausspielt, dann werden alle eure Sonden, die so im Kreuz drumherum sind, zerstört. Das heißt, ihr müsst jetzt immer gucken, okay, wie lege ich was, wie kriege ich alles am besten hin. Aber das ist jetzt vom Erklären hier etwas nicht so übersichtlich. Ich zeige euch das einfach mal. So, also wir packen da eine hin. Und dann seht ihr, dann springt ihr auch von der Karte her weiter gleich. Packen wir hier mal eine hin. Hier haben wir einen Asteroiden hingelegt. Die könnt ihr umschließen für mehr Bonuspunkte. Ansonsten bringen die euch jetzt nichts Schlimmes oder ähnliches. Wir haben noch einen zweiten. So, und hier haben wir jetzt schon einen Piraten. Diesen Piraten nehme ich jetzt natürlich und setze ihn möglichst weit weg von meinen Sonnen, weil ich nicht will, dass sie zerstört werden. Wo kann ich den hinpacken? Wenn ich den hier so schräg hinsetze, wird er nicht zerstört. Jetzt habe ich hier noch einen Piraten. Packe ich hier hin. So. Dann haben wir hier eine Mine. Die sollte ich jetzt am besten so setzen, dass ihr die natürlich entschärfen kann. Ist es ehrlich gesagt aus meiner Perspektive gerade etwas schwer, weil wenn ich die jetzt hier schräg hinsetze, dann muss ich sie jetzt zum Entschärfen umschließen. Aber wenn ich hier und hier ist eine Sonde hinpacke, durch diesen Piraten werden die ja zerstört. Okay, also ich vermute fast, dass sie die nicht entschärfen kann, aber ich muss auch nicht alle entschärfen. Deswegen packe ich die erstmal hier hin. So, eine Sonde hier hin. Oh, noch ein Pirat. Den packen wir mal hier hin. Oh, shit, 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 okay. Wie ihr seht, das Spielprinzip ist einfach, aber es ist wirklich sehr kompliziert, wie er das legt und das weitet sich auch immer dynamisch aus. Das Problem ist, ich will die. Also, es ist wieder eine Mine. Die will ich natürlich jetzt wieder umschließen. Mir fällt jetzt aber kein Punkt auf, wo ich das ehrlich gesagt machen kann, dass ich das hinkriege. So, dann haben wir hier einen Asteroiden, der kann hier irgendwo hin. Dann haben wir hier eine Sonde, noch einen Asteroiden. Das ist alles gefahrlos, ne? Also ich werde jetzt auch nicht gerade groß auf Punkte spielen. So, jetzt haben wir wieder einen Pirat, den packen wir da oben hin. So, die Sonne packen wir hier hin. Weil eine Bombe kommt noch, eine Mine kommt noch. Also ich will irgendwie versuchen, das Spiel jetzt einigermaßen zu lösen. Deswegen will ich das vorbereiten. Hier kommt sie. Und jetzt ja. Ja. Wir sehen, es gibt sogar Achievements. Also sagen wir mal, wenn die dritte Mine kommt, dann habt ihr eigentlich schon verloren, weil ihr habt keine Zeit, die zu entschärfen. Die gehen dann halt gleich sofort alle hoch. Sehr, sehr schönes Spiel, wirklich sehr, sehr knobelig. Wirkt auf den ersten Blick erstmal sehr verwirrend, weil viele verschiedene Symbole und sowas, aber wie gesagt, da werdet ihr durch ein Tutorial da durchaus einigermaßen vernünftig dann herangeleitet. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Spiel. Und jetzt kommen wir zum angesprochenen, nicht veröffentlichten Gameboy-Spiel, und zwar Eddies Puzzle Time. Und zwar bin ich da über einen Artikel gestolpert, habe ich euch natürlich verlinkt, auch da, wo ihr das natürlich dann entsprechend runterladen könnt. Und laut den Entwicklern, die das damals gemacht haben, ist das Spiel zu 99% fertig, nur das Passwortsystem ist wohl noch nicht vernünftig implementiert worden. Aber grundsätzlich ist jetzt das alles spielbar und auch inhaltsmäßig ist wohl das meiste dabei. Und wie ihr vielleicht vom SD her schon sehen könnt, das ist von den Entwicklern von Alfred Junior mit diesen, dass das Spiel mit diesen Haaren, das immer rumspringt, hat natürlich so seinen eigenen Grafikstil. Und ich zeige euch mal drum, wo es geht. Das ist nämlich ein Puzzlespiel und im Prinzip ein sehr einfaches. Und zwar habt ihr hier immer Würfelblöcke und ihr müsst das so machen, dass alle Blöcke verschwinden. Und das macht ihr, indem ihr halt die Blöcke aufeinander schießt. Geht natürlich nur in gerader Linie, könnt ihr euch vorstellen. Das ist dann manchmal nicht so einfach. Wie hier zum Beispiel.
So, zack, zack und zack. Dann gibt es natürlich für jedes Level auch immer so ein paar, wie im Golf. Also so, hey, so und so viele Züge sollten es schon sein, wie hier schon angezeigt wird, war Par 3 eigentlich geplant. Und je weniger Versuche ihr braucht, desto besser. Und das ist wieder so prototypisch Gameboy, finde ich. Ein sehr, sehr einfaches Spielprinzip, was aber so perfekt für den Gameboy irgendwie passt. So, ich bin nicht gut in solchen Spielen. Das heißt, ihr mögt da gerne mal ab und zu eure Hände über den Kopf zusammenschlagen. So, gibt natürlich auch mehrere. Zack. Blöcke, die ihr dann entsprechend auch mal verschwinden lassen müsst. So. Und natürlich verschiedene Hindernisse, ne? Also ihr seht schon, hier wird ein bisschen variiert mit, hey, da natürlich zeitlich so ein bisschen geschicklich sein. Also im Prinzip ist es gar nicht so verkehrt und hätte so meiner Meinung nach eigentlich auch ganz gut zum Gameboy gepasst. Aber es sollte halt nicht sein, wie es eben so ist, ne? So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das. Das kriegt man auf jeden Fall effektiver hin. Es gibt natürlich dann später auch noch Variationen mit verschiedenen Blöcken. Ne? Also, wie ihr seht, ist das ja alles so ein bisschen mit Würfelseiten umgesetzt worden. Und könnt ihr euch vorstellen, das kann man natürlich dann auch sehr einfach dann entsprechend machen, dass man halt dann nur verschiedene Varianten hat. Hier seht ihr schon, es wird hier etwas komplizierter. Und zwar haben wir hier natürlich die etwas seitlich getrennt. Das heißt, wir müssen irgendwie im Idealfall versuchen, das jetzt hier rüber zu bringen. So. Okay, irgendwie habe ich mich da gerade verkalkuliert. Ich bin bei manchen Sachen echt nicht so gut unterwegs. Das muss man wahrscheinlich hier irgendwie so machen. Und wie ihr seht, ich habe hier schon einen Stein vergessen. Ja, müsste man jetzt Rätsel neu starten, aber ich wollte dieses Spiel euch kurz und knapp nur mal vorstellen. Wie gesagt, diesen Artikel zu der Hintergrundgeschichte von diesem Spiel habe ich euch unten mit reingepackt und könnt ihr dann auch durchaus nachspielen. Ich finde es halt super, dass halt so ein altes Spiel dann auch wieder neu ausgegraben wurde und man das jetzt auch wieder spielen kann. Vielen Dank, dass ihr diesmal reingeschaltet habt. Ich hoffe, es war ein Homebrew diesmal für euch dabei und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.